Du möchtest zu Twitch, YouTube, TikTok, Twitter, Trevo, wo auch immer hin, gleichzeitig Multistream. Das Ganze ist gar nicht so schwer umzusetzen tatsächlich, denn mit dem Multistream-Plugin von Stream Elements kriegt man das Ganze super easy in OBS hin. Dafür gehen wir einfach auf die Webseite von Stream Elements und downloaden uns die SE Live-Erweiterung. Ist natürlich in der Beschreibung der Link. Dann öffnen wir einmal die Version, die wir installiert haben, die OBS-Version mit Stream Elements. Das Ganze sollte dann ungefähr ja, so aussehen, wie es hier ist. Wir müssen uns mit einer Sache connecten, entweder mit Twitch, YouTube, Twitter oder Trevo. Bin nur ich der Einzige, der noch nie von Trevo gehört habe. Egal, ich nehme jetzt einfach mal Twitch und nachdem das gemacht ist, hat er auch schon hier quasi ein paar Docs und weitere Sachen geöffnet. Das Layout wird bei euch wahrscheinlich ein bisschen anders sein, weil ich eine eigene Multistream-Instanz habe und Stream Elements da wahrscheinlich auch das Layout einfach speichert und jedes Mal dasselbe lädt. Aber an sich sind die Sachen, die es gibt, alle identisch. Wir haben hier oben, wenn wir auf Stream Elements gehen, die Möglichkeit, Docs hinzuzufügen. Also falls dir hier irgendwas fehlt, hier sind sie alle drunter versteckt. Falls irgendwie Multistreaming nicht da sein sollte, guck hier am besten mal für Updates, ob da irgendwas ist. Wenn da ein Update ist, einfach installieren, dann sollte Multistreaming auch erscheinen. Das Wichtigste dafür, sehen wir auch hier schon auf der rechten Seite, ist Stream Elements Multistreaming. Da sehen wir jetzt die Sachen, die ich verbunden habe. Wir gehen einfach mal hier unten auf das Einstellungssymbol und hier sehen wir all unsere Connections, Social Media Accounts, alles was wir verbunden haben. Twitch ist bei mir jetzt die Standardplattform, also ganz normal, der ist immer connected. Dann habe ich YouTube bei mir hinzugefügt und TikTok. Hier unten können wir bei Add Output tatsächlich weitere hinzufügen. Wir können Custom Sachen hinzufügen oder aus der Liste etwas auswählen, werden dann dementsprechend weitergeleitet, wenn ich jetzt auf YouTube drücke. Dann auf Connect, dann öffnet sich halt die Seite und ich kann mich theoretisch bei YouTube anmelden. Wenn ich jetzt bei Kick draufklicke, Connect, öffnet sich auch hier Kick und ich kann mich über Kick anmelden und alles connecten. Wenn wir das gemacht haben, können wir hier weitere Einstellungen vornehmen. Wichtig ist jetzt erstmal die Entscheidung, zu wie vielen Plattformen möchtest du Multistream und wie gut ist dein PC bzw. deine Internetverbindung. Um das Ganze zu testen, kannst du einfach mal einen Speedtest machen für deine Internetverbindung. Denn dir sollte klar sein, je mehr Connections du hast, also je mehr Verbindungen du hast, wo du hinstreamen willst, desto mehr brauchst du natürlich auch an Upload. Ich zum Beispiel habe jetzt einen Upload von 50.000 Kilobits. Das heißt, ich kann relativ entspannt hier alles einstellen bei mir. Twitch 6.000, YouTube kann man sehr hoch machen. Da kann man ruhig 10, 12 oder noch mehr machen. Und dann halt die beiden Verticals, sage ich mal, auch mit jeweils 5.000 oder 6.000. Da kommt man schon auf einiges zusammen. Also das wären jetzt bei mir um die 30.000, die ich brauche für einen Upload, um überall hin zu streamen gleichzeitig. Ich kann das natürlich reduzieren. Ich bei mir persönlich habe Vertical bei YouTube aus, weil das für mich einfach nicht interessant ist auf YouTube. Da habe ich meinen ganz normalen Stream und für Vertical halt TikTok. Das heißt, da spare ich mir nochmal 6.000 an Upload. Ich kann natürlich auch die Einstellungen so ein bisschen anpassen. Wenn ich sage, okay, Vertical ist mir jetzt nicht so wichtig, kann ich auch auf 4.000 stellen und 720p. Kann man alles durchrechnen. Wichtig ist nur, guck dir am besten einmal an im ersten Schritt, wie gut deine Internetverbindung ist, bevor du hier alles einstellst und beim Stream feststellst, mein Internet schafft das alles eigentlich gar nicht. Dann ist natürlich auch die Frage, wie gut dein PC ist. Denn wir haben die Möglichkeit, entweder den Stream, den wir für unsere Hauptplattform encoden, in dem Fall jetzt Twitch bei mir, einfach gleichzeitig woanders hochzuladen, ohne ihn nochmal zu encoden. Oder, wie ich es hier gemacht habe, ich überschreibe die Encoding-Einstellungen, da ich hier zum Beispiel AV1 als Codec gewählt habe, um halt eine noch bessere Qualität gewährleisten zu können und halt eine andere Bitrate auswählen zu können, dann wird das aber separat encoded und geht natürlich auf die Grafikkarte oder CPU, je nachdem, was man ausgewählt hat. Muss man sich natürlich auch im Klaren sein, dasselbe bei TikTok und dem vertikalen YouTube-Output, je nachdem, was man einstellt, hat man natürlich noch eine weitere Belastung für seine Grafikkarte oder für seine CPU. Als kleiner Tipp, ich habe
in meinem Multistreaming-Test AV1 genutzt für TikTok und YouTube Vertical. Bei TikTok wurde der Stream nicht angezeigt, da es da scheinbar irgendwie noch Probleme mit AV1 geben kann. Das scheint nicht immer zu sein, ab und zu funktionieren die Streams, ab und zu nicht. Deswegen, wenn du auf TikTok streamen willst, nimm H264, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Außerdem haben wir hier bei den Outputs auch die Möglichkeit, die verschiedenen Kanäle zu connecten oder zu disconnecten. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nicht irgendwo hin streamen wollen, können wir das einfach rausnehmen. Kann ich auch hier über den Schieberegler machen. Wenn ich sage, nee, Vertical für YouTube, also für YouTube Shorts quasi brauche ich nicht, kann man das rausnehmen. Kann auch sagen, nee, TikTok brauche ich auch nicht, ich will nur YouTube oder irgendwas anderes. Oder man sagt spontan heute alles, morgen nur TikTok, so wie man halt möchte. Wenn wir einen weitergehen auf die Canvas Settings, dann haben wir, beziehungsweise ich hier schon mal die Vertical Canvas. Das Ganze zeige ich euch auch gleich nochmal, wie man einen erstellt, denn bei der ersten Erstellung oder nach der Installation von Stream Elements ist, meine ich, der Vertical Canvas nicht standardmäßig aktiviert bzw. erstellt. Von daher, falls ihr jetzt hier noch gar keinen habt, keine Sorge, das machen wir alles gleich zusammen. Auf jeden Fall kann ich hier so ein paar Einstellungen vornehmen. Zum einen kann ich hier oben jeden Canvas auswählen, den ich erstellt habe. Wir können mehrere erstellen. Das heißt, ich könnte für YouTube einen anderen Canvas machen und da die Szene komplett anders bauen als für Twitch. Dasselbe für TikTok und für YouTube Shorts und für Twitter. Also das heißt, ich könnte für jede Plattform ein Canvas erstellen und da alles anders anordnen. Dann habe ich überall quasi verschiedene Layouts. Das wird dann aber auch natürlich extra encoded, braucht natürlich mehr Leistung dementsprechend. Wir wählen jetzt hier Vertical aus. Dann kann ich hier den Namen ändern und die Auflösung. Je nachdem, was ich haben will. Hier ist es halt Vertical für mich. Deswegen ist es 1080x1920. Ich sehe auch, welche Outputs damit verbunden sind. In meinem Falle halt mein TikTok und mein YouTube-Kanal. Und dann kann ich für die Aufnahme einmal hier Sachen einstellen. Zum Beispiel, ja, einfach dieselben wie bei meinen Standardeinstellungen in OBS. Oder ich sage, nee, hier für die Vertical-Sachen nehme ich zum Beispiel einen anderen Audio-Track, weil da dann die Musik zum Beispiel nicht mitgespeichert wird. Oder ich mache hier ein anderes Format rein, damit die direkt anders heißen. In meinem Fall kann ich auch einfach sagen, ich übernehme alles. Hier beim Advanced-Tab kann man generelle Einstellungen vornehmen für den Canvas. Da ist wichtig zu beachten, dass hier wird dann natürlich für alle übernommen, für alle Outputs. Das heißt, was ich hier einstelle, wird für TikTok und für YouTube übernommen. Wenn ich jetzt mal kurz wieder auf die Outputs gehe, habe ich hier bei TikTok zum Beispiel Override-Settings noch an, weil ich gestern ein bisschen damit rumgespielt habe. Wenn ich das ausmache und speichere, dann werden die Canvas-Settings einfach genommen. Wenn ich jetzt aber irgendwas anderes machen will, muss ich hier wieder rübergehen und sie überschreiben, dann sind es nochmal separate Einstellungen. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, H264 einfach zu nehmen. Natürlich CBR, also konstante Bitrate. Eine Bitrate von 5000 sah gar nicht so schlecht aus, fand ich. Kann man so machen, kann man natürlich mit rumspielen. Keyframe-Intervall einfach auf 2 setzen. Voreinstellungen auf Qualität, Profil High, Max B-Frames 2. Alles tipptopp. Wenn wir dann auf Broadcast-Settings gehen, sehen wir auch schon hier unsere Outputs und was wir alles so eingeben können. Wir können nämlich den Stream-Titel und die Kategorie ändern. In meinem Fall, ich kann euch empfehlen, ignoriert das hier, solange ihr nicht auf Start Streaming drückt. Denn da kommt eh nochmal eine Abfrage mit ein paar mehr Einstellungen nochmal. Also von daher einfach ignorieren. Ich drücke hier mal kurz Save. Alles perfekt. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ich habe ja meine Outputs hier. Wenn ich auf die 3 Dots gehe, bei dem Canvas einfach einen neuen hinzuzufügen. Da erstellt ihr einfach einen neuen. Dann kommt hier eine Abfrage, wie er heißen soll und in welchem Format das Ganze geschehen soll. Ihr könnt hier auch Sachen eingeben manuell. Also falls ihr eine besondere Auflösung haben wollt, könnt ihr das auch eingeben. Und dann einfach auf Add. Canvas wird übernommen für den Output und wird als separates Fenster geöffnet. Ihr könnt hier auch die Canvas zuordnen. Das heißt so, für mein YouTube Shorts habe ich auch Vertical ausgewählt. Das müsst ihr auch machen, auf jeden Fall bei YouTube. Wenn ihr natürlich nur zweimal horizontal habt, also hier die normale,
dann habt ihr keinen Vertical Stream. Dann streamt ihr so gesehen zweimal einen ganz normalen Livestream. Wobei wahrscheinlich nur einer angezeigt wird, aber das ist ein anderes Thema. Und dann gehen wir einfach unsere Liste durch und ordnen die Sachen zu. Für TikTok sagen wir dann auch Canvas Vertical, dann sind die alle zugeordnet. Jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen. Ich habe auf der linken Seite mein Pop-up-Fenster für das Canvas, für das Vertical Canvas. Und hier unten links meine Szenen und Quellen. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ich habe hier eine Szene, es ist immer eine drin, hier auch. Und kann zum Beispiel sagen, das ist die Startszene. Dann gehe ich hier hin und sage, das ist auch die Startszene. Kann mit Rechtsklick sagen, Link, Start. Dann ist es verlinkt schon mal. Hier ist mit grün gekennzeichnet. Das heißt, wenn ich in OBS meine Szene wechsle, das geht auch über ein Stream Deck, dann sind beide verlinkt für Vertical und für den horizontalen Stream. Ansonsten hat man halt über die drei Dots die Möglichkeit, eine Source hinzuzufügen, wie alle, die man auch bei der normalen horizontalen Szene hinzufügen kann. Natürlich bei Gaming auch. Das Ganze ist dann hier halt so ein bisschen alles auf einmal untereinander geordnet. Das heißt, du kannst hier mit dem Pfeil quasi deine Szene auf- und zuklappen und kannst hier die Sachen dann theoretisch auch verschieben. Ich gehe jetzt hier kurz mal wieder rüber und schiebe das an die Seite. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe all meine Szenen erstellt und angeordnet, so wie ich das haben möchte, sie sind alle verlinkt, sieht man übrigens auch hier über das Link-Symbol, dann kann ich rübergehen und mir überlegen, okay, wo und wie will ich jetzt meinen Chat haben? Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten. Einerseits haben wir den TikTok-Chat, müssen wir uns anmelden und der ist immer separat. Das heißt, falls ihr zu TikTok streamt und den Chat lesen wollt, müsst ihr den hier öffnen und euch einmal anmelden. Wir haben den Twitch-Chat, ganz normal, sollte fast jeder kennen, der in OBS einfach den Twitch-Chat offen hat. Und wir haben den Multi-Chat. Im Multi-Chat werden alle Outputs angezeigt, also Twitch, YouTube, Twitter, alle anderen auch, bis auf TikTok. TikTok, ich kann es nicht genau erklären, warum. TikTok mag es einfach nicht, hier mit drin zu sein, deswegen ist es ein separater Chat. Da müsst ihr euch also so ein bisschen entscheiden oder die Sachen nebeneinander aufmachen. Könntet sie so, zack, einmal nebeneinander machen. Und dann hättet ihr theoretisch, wenn ihr hier auf Multichat geht, einmal den Multichat und einmal den TikTok-Chat separat. Ist ein bisschen nervig, aber man kommt drum herum. Man kann es sich ja trotzdem einfach irgendwie hier anordnen. Das funktioniert schon irgendwie. Aber wie ihr seht, man kann die Sachen auch alle zusammenstacken. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, so oft streame ich auch nicht zu TikTok oder die TikTok-Kommentare, Chat-Nachrichten, wie auch immer, sind jetzt nicht so wichtig, kann ich auch einfach nur den Twitch-Chat öffnen oder halt den Multi-Chat. Jetzt ist natürlich noch wichtig, ich habe ja hier grundsätzlich Einstellungen in OBS. Was kann ich da machen und wie wirkt sich das jetzt auf mein Multi-Stream aus? Geht da irgendwas kaputt? Kann ich da irgendwas kaputt machen? Wir gehen einfach mal auf Stream. Da verbindet ihr euch quasi mit eurem Hauptcanvas, je nachdem, was es sein soll. Ihr könnt Twitch nehmen, ihr könnt YouTube nehmen. Ich habe hier zum Testen halt einfach nur den Stream-Schlüssel eingegeben. Ihr könnt auch hier über Twitch euch ganz normal verbinden. Dann habt ihr bei Video eure ganz normalen Einstellungen, also eure Basis-Leinwandauflösung und eure skalierte Ausgabeauflösung. Hier ist aber ganz wichtig zu sagen, wenn ihr, so wie ich zum Beispiel, in 1080p streamt auf Twitch, aber nebenbei Sachen auch mal gern mit aufnehmen wollt und das halt in der nativen Auflösung, also in 2K, dann stellt das nicht hier um, sondern bei der Ausgabe, bei Ausgabe umskalieren, macht hier 1920x1080 mit rein und dann wird das separat für den Twitch-Stream geändert. Wenn ihr jetzt, das musste ich auch für mich selber feststellen, dementsprechend ist es immer gut, ein paar Tests zu machen. Wenn ihr jetzt, so wie ich hier zum Beispiel, für YouTube die Einstellungen überschreibt, weil ihr sagt, ey, ich will AV1, ich will eine höhere Bitrate, ihr könnt hier die Auflösung eures Canvas nicht ändern. Außer ihr erstellt für YouTube einen separaten Canvas,
der dann aber natürlich auch einfach nochmal encodiert werden muss. In dem Falle hier auch, aber man hat es übersichtlicher nochmal dadurch, dass es quasi der Default Canvas ist, also den ich hier unten einstelle und nicht nochmal ein extra Canvas. Denn bei einem extra Canvas hätte ich jetzt hier noch ein Overlay, also noch so ein Pop-up in horizontal dann halt, wo ich dann auch jede Szene einstellen muss. Wo ich dann die Start-Szene einstellen muss, wo ich die Gaming-Szene einstellen muss. Also da kommt man dann nicht drum herum, wenn man sagt, ich will für alles einen eigenen Canvas haben. Hier übernimmt er einfach die Auflösung aus den Einstellungen. Das heißt, in meinem Fall übernimmt er bei YouTube dann die 2K als Auflösung. Wenn ich das nicht haben will, wenn ich sage, ich will grundsätzlich überall höchstens 1080p hinstreamen, muss ich das hier ändern für den Default Canvas, damit ich auch überall 1080p als Maximum habe. Ist es denn jetzt grundsätzlich eigentlich für den PC sehr viel anstrengender, mehrere Streams zu codieren und hochzuladen? Oder kann man das vernachlässigen, alles einfach anschalten und sagen, komm, jede Plattform, die es gibt, da kommt mein Stream hin. Kommt natürlich irgendwo drauf an, welche Grafikkarte ihr habt, also wie gut euer System ist. In meinem Fall, ich hatte alles eingeschaltet, also YouTube, YouTube Shorts, TikTok, Twitch und habe quasi für fast jede Plattform eine eigene Encodierung gestartet. Twitch hatte eine, YouTube hatte AV1, Vertical braucht ja eh eine andere, weil es ein anderes Format ist. Da hatte ich für YouTube und TikTok auch verschiedene, also 4 Stück insgesamt. Einer in 2K, 3 in 1080p. Meine Auslastung war bei 60% bei der Grafikkarte. Halt dediziert, also gezielt für die Videoencodierung. Videoencodierung und die normale Grafikkartenauslastung für 3D-Programme, also Spiele oder was anderes, sind separate Sachen, was halt ganz praktisch ist. Dadurch spart man sich quasi in den meisten Fällen auch, dass die FPS ordentlich nach unten gehen, weil die Grafikkarte für die Videoencodierung einfach einen anderen Bereich benutzt, wo es vollkommen egal ist. Der könnte auch zu 80% ausgelastet sein. Das würde den 3D-Bereich für Spiele einfach nicht interessieren. Achtet natürlich drauf, wenn ihr auf YouTube, TikTok, wo auch immer live streamt, macht euch vor dem ersten Stream Gedanken. Habt ihr zum Beispiel ein Automod für eure Plattform, so wie den Moodboard, wie den Automod, wie den Nightbot, kann man alles auch für YouTube und für andere Plattformen aktivieren. Habt ihr alle Wörter blockiert, die ihr nicht haben möchtet? Auf Twitch könnt ihr ja Wörter bannen und auf einer Liste hinzufügen, wenn ihr sagt, ey, diese Wörter will ich in meinem Chat nicht sehen. Dasselbe könnt ihr auf YouTube machen oder auf anderen Plattformen. Macht euch da Gedanken, nicht, dass dann ganz viele reinkommen und Sachen schreiben, wo ihr euch denkt, auf Twitch wäre das nie passiert, weil da habe ich alles eingestellt. Und grundsätzlich probiert es vor dem ersten richtigen Stream lieber ein-, zweimal aus. Das heißt, macht euch wirklich einen Stream, wo ihr wirklich nur rumprobiert. Der muss auch gar nicht lang gehen, ein, höchstens 2 Stunden, wo ihr einfach ein paar Sachen rumprobiert, verschiedene Spiele, verschiedene Szenen ausprobiert und einfach mal guckt, wie sich alles verhält. Macht euch eure eigenen Streams auf, guckt, wie die aussehen, müsst ihr da die Qualität noch anpassen, müsst ihr da vielleicht das Layout noch anpassen. Das sind alles Erfahrungswerte, die man selber irgendwo machen muss. Dementsprechend beim ersten Multistream würde ich wirklich den als Teststream verwenden und dann noch nichts Wichtiges machen, sage ich mal. Also wenn ihr jetzt irgendein Projekt starten wollt und das mit Multistreaming direkt, dann testet das bitte erst einmal aus, bevor ihr dann bemerkt, oh, ich habe zum Beispiel die falsche Audiospur ausgewählt und bei YouTube ist gar kein Audio mitgekommen. Sowas kann halt passieren. Zu ganz vielen Themen werde ich auch nochmal ein separates Video machen, zu YouTube-Streaming, zu Blocklisten, also Wörter, die man blockieren sollte auf Twitch, auf YouTube, auf anderen Plattformen. Dementsprechend lohnt es sich natürlich auch, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr die Videos nicht. Schreibt mir auch gerne einfach mal so ein paar Infos in die Kommentare, was ihr euch noch wünschen würdet, was für Videos ich mache und wie eure Erfahrungen denn bisher mit Multistreaming sind. Welche Plattformen sind so für euch die besten und welche sind eher so welche, wo ihr sagt, ah, da bin ich froh, dass ich da nicht mehr hinstreame.